Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Euro-Länder haben den Weg für neue Verhandlungen mit Griechenland geebnet und damit einen Grexit vorerst abgewendet. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich in einer Marathonsitzung in Brüssel auf einen Kompromiss und auf Eckpunkte für ein drittes Hilfspaket. Das griechische Parlament muss den geplanten Reformen unter anderem bei der Steuer und den Renten jetzt zustimmen. Erst dann können andere Euro-Länder grünes Licht geben. Am Nachmittag fahren die Limousinen der Finanzminister schon wieder vor in Brüssel. Griechenland geht das Geld aus. Schnell müssen die Minister nun die Einzelheiten des Kompromisspapiers aushandeln. Wir sprechen heute über die Brückenfinanzierung, über sofortige Hilfskredite für Griechenland. Dafür muss die Regierung aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Nacht der Entscheidung war lang im Brüsseler Ratsgebäude. Die Erschöpfung nach 17 Stunden Verhandlungen mit Händen zu greifen. Am Ende steht fest, der drohende Grexit ist abgewendet, vorerst. Vorteile überwiegen die Nachteile. Die Grundprinzipien sind eingehalten. Es gibt eine breite Palette von Reformen, mit deren Hilfe, wenn sie wirklich dann in die Praxis umgesetzt werden. Ich glaube, dass Griechenland Chancen hat, auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Dafür sind die Geldgeber bereit, mehr als 80 Milliarden Euro an Krediten zu bewilligen. Auch der deutsche Steuerzahler muss dafür gerade stehen. Im Gegenzug muss Griechenland noch in dieser Woche strikte Auflagen erfüllen. Die Regierung muss die Mehrwertsteuer erhöhen, eine effektive Rentenreform einleiten. Die nationale Statistikbehörde, die jahrelang falsche Wirtschaftszahlen gemeldet hat, soll umgebaut werden. Und die Staatsausgaben sollen automatisch gekürzt werden, falls die vereinbarten Sparziele nicht erreicht werden. Das griechische Staatsvermögen soll den Gläubigern als Sicherheit dienen. Dieser Punkt war bis zuletzt hoch umstritten. Für die griechischen Kapitalanlagen wird ein Treuhandfonds geschaffen, der von uns beaufsichtigt wird. Das Staatsvermögen soll privatisiert werden oder es wird so verwaltet, dass es Gewinne abwirft. Alexis Tsipras betont nach dem Treffen, er habe für sein Land das Beste erreicht, was möglich war. Es war ein schwerer Kampf für uns in den letzten 6 Monaten. Aber wir haben einen Beschluss erkämpft, der es Griechenland erlaubt, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Nun muss er die Griechen davon überzeugen, dass der in Brüssel ausgehandelte Kompromiss gut ist für das Land. Zu der Einigung der Euro-Staaten nun eine Einschätzung von Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Zum dritten Mal also sind die Länder der Eurozone bereit, Griechenland mit einem gigantischen Milliardenbetrag vor dem Bankrott zu bewahren. Sie tun es wieder in der Hoffnung, dass Griechenland am Ende des Programms in 3 Jahren nicht mehr auf die Hilfe von außen angewiesen ist. Diese Hoffnung bestand auch beim ersten und beim zweiten Hilfsprogramm. Sie hat getrogen. Dass die Regierungschefs dennoch wieder viele Milliarden riskieren, über deren Rückzahlung erst dann Klarheit herrschen wird, wenn sie allesamt nicht mehr im Amt sind, hat einen einzigen Grund. Die Angst nämlich, dass das organisierte Europa es nicht aushält, wenn ein einmal getätigter Integrationsschritt wieder rückgängig gemacht würde. Ein Grexit wäre eine Belastungsprobe geworden, der Europa in den Augen der Regierungschefs möglicherweise nicht gewachsen wäre. Das beschreibt auch, wie stabil sie dieses Europa derzeit einschätzen. Zurück nach Hamburg. Die innenpolitischen Folgen des Kompromisses für Griechenland und seine Regierung sind noch nicht abzusehen. Bis übermorgen soll das Parlament in Athen der Brüsseler Einigung zustimmen und ein erstes Reformpaket verabschieden. Ministerpräsident Tsipras muss in der Volksvertretung für eine Mehrheit kämpfen und könnte auf Stimmen der Opposition angewiesen sein. Der Grund? Abgeordnete seiner Regierungspartei Syriza erwägen, die Zustimmung zu verweigern. Am Abend empören sich linksgerichtete Demonstranten vor dem Parlament über das Reformpaket, das hier bis Mittwoch im Eiltempo verabschiedet werden soll. Unter ihnen hunderte Staatsbedienstete, die einen 24-stündigen Streik ankündigen. Am späten Nachmittag kehrt Alexis Tsipras zurück aus Brüssel. Krisensitzung mit Finanzminister Tsakalotos und anderen Regierungsmitgliedern. Denn mindestens 2 Minister stellen sich offen gegen den Reformkurs ihres Regierungschefs und müssen deshalb womöglich bald ihren Sitz im Kabinett räumen. Aus seiner Fraktion heißt es, dass mindestens 12 Syriza-Abgeordnete der linken Plattform die Zustimmung zu den Reformen im Parlament verweigern will. Tsipras Hausmacht bröckelt massiv. Seine Regierungsmehrheit scheint dahin.
Wir wollen die Lage nicht schönreden. Dieses Abkommen, das sind nicht wir. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht wird. Entscheidend sind die nächsten 24 Stunden. Rückenwind bekommt Tsipras von der Opposition. Die liberal ausgerichtete Partei Potami hat bereits eine Regierung der nationalen Einheit ins Gespräch gebracht. Ich sage ganz klar, wenn es zur Abstimmung kommt und der Ministerpräsident unsere Unterstützung bei der Umsetzung der Reformen braucht, werden wir sie ihm geben. Doch in den eigenen Reihen wächst der Widerstand. Kaum zurück in Griechenland steht Alexis Tsipras eine lange Nacht in seinem Regierungssitz bevor. Zur innenpolitischen Situation in Griechenland jetzt Mike Lingenfelser live aus Athen. Alexis Tsipras steht heute Nacht vor einem Scherbenhaufen. Er ist machtpolitisch schwer angezählt, regiert schon jetzt de facto mit einer Minderheitsregierung. Ohne Stimmen der Opposition kann er kaum noch etwas bewegen. Und besonders bezeichnend ist, sein Energieminister, der jetzt für die geforderte Privatisierung zuständig wäre, gehört zu den Abweichlern. Genauso wie der Sozialminister, der eigentlich die Rentenreform jetzt bald umsetzen müsste. Er muss sich also neue Partner suchen, nicht nur für die baldige Abstimmung im Parlament. Er muss überhaupt schauen, wie er eine stabile Regierung wieder hinbekommt, wenn er sich im Amt halten möchte. Die Opposition, noch hält sie still. Noch nützt sie nicht die Gunst der Stunde, um in dieses Machtvakuum vorzustoßen. Noch möchte auch nicht wirklich irgendjemand den undankbaren Job übernehmen, desjenigen, der jetzt schmerzhafte Reformen in Griechenland umsetzen muss. Noch. Aber sobald die Abstimmung rum ist, wird wahrscheinlich ein innenpolitischer Machtkampf hier in Griechenland langsam entzünden. Im Bundestag steht der Brüsseler Kompromiss am Freitag auf dem Prüfstand. Dann werden die Abgeordneten in einer Sondersitzung über neue Verhandlungen mit Griechenland abstimmen. Vorausgesetzt, das Parlament in Athen hat das Reformpaket gebilligt. Die Koalitionsspitzen in Berlin rechnen trotz massiver Bedenken in der Union gegen neue Hilfen mit einer großen Mehrheit. Auch aus der SPD wurde überwiegend Zustimmung signalisiert. Andere Töne kommen aus der Opposition. Kanzlerin Angela Merkel zurück in Berlin, müde vom Verhandlungsmarathon. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, für weibliche Führungskräfte zu werben unter dem Stichwort Chefsache. Und Chefsache ist für die Kanzlerin auch, ihre Fraktion vom Griechenland-Kompromiss zu überzeugen. Viele in der Union sind skeptisch, besonders aus dem Wirtschaftsflügel drohen Merkel Gegenstimmen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich glaube, dass die Währungsunion so keine Zukunft hat. Wir brauchen eine Insolvenzordnung, die zum Ziel hat, Sanierung oder Austritt. Dagegen kann sich Merkel wohl auf den Koalitionspartner SPD verlassen. Parteichef Gabriel trägt die Beschlüsse mit. Ohne diese harten Konditionen wäre es nicht verantwortbar gewesen, ein so großes finanzielles Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Diese Auflagen kritisieren die Grünen, ebenso die ihrer Meinung nach harte Verhandlungsführung von Merkel und Schäuble. Die Kanzlerin hätte in den letzten Tagen und Wochen viel stärker deutlich machen müssen, dass es nicht nur um den Euro, sondern auch um Europa geht. Hier hat sie keine rühmliche Rolle gespielt. Unter der Überschrift "This is a coup", übersetzt "Das ist ein Staatsstreich", wird über den Internetdienst Twitter weltweit das deutsche Verhalten gegenüber Griechenland angeprangert. Für die Linke ist das sogar eine Demütigung des Landes. Es ist auf der einen Seite für die griechische Bevölkerung verbunden mit neuem sozialen Elend, weiteren Rentenkürzungen, weiteren Mehrwertsteuererhöhungen. Es ist aber auch gleichzeitig überhaupt keine Lösung der Probleme. Die Linke wird deshalb wahrscheinlich am Freitag im Bundestag mit Nein stimmen. Wie die Brüsseler Einigung in Berlin aufgenommen wurde, dazu weitere Einzelheiten von Tina Hassel. Ja, bis Freitag muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, vor allem in den eigenen Reihen. In der Unionsfraktion sind bislang ein Drittel der Abgeordneten gegen ein weiteres Hilfspaket. Nicht wenige hatten offen einen Grexit bevorzugt. Ein Fall für Kauder lautet jetzt der Politkrimi der kommenden Tage. Der Fraktionsvorsitzende muss das Lager der Abweichler möglichst klein halten und der Kanzlerin eine eigene Mehrheit sichern. Alles andere wäre eine Blamage. Das aber scheint aufzugehen. Die Vertrauensfrage hat Angela Merkel bereits ausgeschlossen. Die Mehrheit im Parlament ist ihr ohnehin sicher. Auf SPD und Grüne kann sie sich verlassen. Und selbst CSU-Chef Seehofer hat schon seine Unterstützung zugesagt. Die Linke, wir haben es gerade gehört, wird dieses Mal nicht wie beim letzten Hilfspaket mit Ja votieren. Aber nicht, weil sie Syriza im Regen stehen lassen will, sondern weil sie den Kompromiss als Resultat einer politischen Erpressung sieht. Schon am Donnerstag tagen die Fraktionen. Es muss jetzt schnell gehen. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Wenn Athen am Mittwoch ersten Reformen zustimmt, sind die Parlamente anderer Euro-Länder am Zug. In einigen Staaten müssen die Abgeordneten über die Aufnahme von Verhandlungen entscheiden. In anderen werden sie erst wieder bei einem möglichen neuen Hilfspaket gefragt. Hier ein Überblick. Der Bundestag muss gleich zweimal abstimmen. Einmal darüber, ob die Regierung überhaupt ein drittes Hilfsprogramm verhandeln darf. In einem zweiten Votum müssen die Abgeordneten dann ein neues Hilfsprogramm absegnen. In Frankreich hat Premierminister Valls der Nationalversammlung versprochen, eine Abstimmung abzuhalten. Kritiker dürften sich dort eher enthalten, als mit Nein zu stimmen. Auch bei unseren Nachbarn in Österreich muss eine Vereinbarung mit Athen den Abgeordneten zur Zustimmung vorgelegt werden. Ein Ja gilt als wahrscheinlich. In Estland wird ebenfalls von einer Zustimmung des Parlaments ausgegangen. Die Regierungskoalition verfügt dort über eine solide Mehrheit. Auch in Slowenien muss das Parlament zustimmen. Die Regierung will in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie eine Empfehlung abgibt. In Finnland muss zunächst nur ein Parlamentsausschuss der Regierung das Verhandlungsmandat erteilen. Solange die Finnen keine neuen Hilfsgelder zahlen müssen, wird im Parlament keine Abstimmung nötig. In Lettland dagegen müssen die Abgeordneten nicht über die Hilfen abstimmen. Eine Regierungsentscheidung würde reichen. Die lettische Regierungschefin Straujuma wünscht sich aber eine Parlamentsabstimmung. Zur Einigung der Euro-Staaten sendet das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Auf tagesschau.de finden Sie Analysen, Interviews und Dokumentationen zu den vereinbarten Hilfen und Reformen. Im Ringen um ein Atomabkommen mit dem Iran gibt es bislang keine Einigung. Der jahrelange Prozess sollte eigentlich heute Abend mit einer endgültigen Übereinkunft in Wien abgeschlossen werden. Nach US-Angaben sind aber nach wie vor Streitpunkte offen. Mit einem Abkommen zwischen dem Iran und den 5 UN-Vetomächten sowie Deutschland soll gewährleistet werden, dass Teheran keine Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug sollen Sanktionen des Westens aufgehoben werden. Bundespräsident Gauck ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Irland eingetroffen. Der irische Präsident Higgins begrüßte den Gast in Dublin mit militärischen Ehren. Es wird erwartet, dass Gauck bei den Gesprächen die Anstrengungen Irlands zur Überwindung der Finanzkrise würdigen wird. Außerdem will er sich über weitere geplante Reformschritte informieren. Auch die aktuelle Lage in der Eurozone angesichts der Griechenland-Krise wird eine Rolle spielen. Der CDU-Politiker Philipp Missfelder ist tot. Nach Angaben aus der Partei starb der 35-Jährige an einer Lungenembolie. Missfelder war zuletzt außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Von 2002 bis 2014 stand er an der Spitze der Jungen Union. Fraktionschef Kauder würdigte Missfelder als überzeugten Freund Israels und Kenner der Situation in Osteuropa und Russland. Im Alter von 90 Jahren ist der Schriftsteller Gerhard Zwerenz gestorben. Zwerenz war 1957 aus der DDR in den Westen geflohen und gehörte in den 70er Jahren zu den bekanntesten Autoren der westdeutschen Linken. Über seine Zeit als PDS-Abgeordneter im Bundestag schrieb Zwerenz das Buch »Krieg im Glashaus« oder »Der Bundestag als Windmühle«. Insgesamt veröffentlichte Zwerenz mehr als 100 Bücher und erhielt zahlreiche Preise. In Berlin wird in den kommenden Wochen ein etwa 13 Meter langes Originalskelett eines Tyrannosaurus Rex zusammengesetzt. Als erstes Teil ist heute der rund 1,5 Meter lange Schädel des Raubsauriers im Naturkundemuseum angekommen. Das gesamte Skelett soll dann ab Dezember für 3 Jahre ausgestellt werden. Forscher wollen das Fossil in Berlin auch untersuchen. Das Skelett von Saurier Tristan ist ca. 70 Millionen Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage. Für morgen Dienstag, den 14. Juli. Wir haben es überwiegend mit Tiefs über dem Atlantik zu tun. Im Süden Deutschlands macht sich dagegen schon hoher Luftdruck bemerkbar. In der Nacht viele Wolken, an der Ostsee sowie vor allem über dem Südwesten lockert es ab und an auf. Auch am Tag überwiegen die Wolken vielerorts. Im Südwesten und an der Ostsee bleibt es weitgehend trocken. Sonst gebietsweise Regen oder Schauer. Am freundlichsten wird es im Südwesten. In der Nacht bis 18 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Tag an Ober- und Hochrhein bis 30 Grad. Am Mittwoch bekommen der Süden und Nordosten die meiste Sonne ab. Am Donnerstag im Norden Sonne und Wolken mit Schauern. Im Süden ist es abgesehen von einzelnen Gewittern an den Alpen sonnig. Am Freitag viel Sonne, im Norden und Westen einzelne Schauer und Gewitter.
Um 22.20 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Einigung im Schuldenstreit, wie bitter ist die Pille für die Griechen und Nazi-Jagd in Südamerika, der Film Senior Kaplan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.